Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Professor Schleicher, liebe Gesa, herzlich willkommen zu unserem Webinar heute hier am Freitagabend. Und wir hatten vor, heute einen großen Digitalkongress zu veranstalten mit vielen realen Lehrkräften. Das musste nun aus Corona-Bedingungen ausfallen und insofern freuen wir uns umso mehr, Herr Schleicher, dass Sie uns in unserem großen Programm erhalten geblieben sind. Wir haben jetzt die technischen Probleme zumindest ansatzweise gelöst und freuen uns gleich auf das, was Sie mit uns tun. Ich begrüße auch viele Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern. Wir haben nämlich hier eine Kooperationsveranstaltung mit dem Deutschen Verein für Lehrerfortbildung. Deshalb sind wir ein bisschen überregionaler vertreten als nur aus Schleswig-Holstein. Ich möchte Ihnen, bevor ich an meine Direktoren übergebe, noch kurz sagen, was wir in den kommenden, naja, sagen wir mal 80 Minuten mit Ihnen vorhaben. Zunächst mal haben wir gleich einen spannenden Vortrag mit der Möglichkeit, anschließend von Ihnen im Chat eingereichte Fragen mit Herrn Schleicher zu diskutieren. Wir werden das leider so machen müssen, dass Sie tippen und nicht sprechen können. Dafür sind wir nicht so viele Menschen hier für Adobe Connect, aber wir werden die Fragen entsprechend anschließend hineinmoderieren. Für den zweiten Teil haben wir vorgesehen, dass wir mit Ihnen einige Votings, also Umfragen veranstalten, über die wir dann gemeinsam mit Herrn Schleicher diskutieren. Dazu aber später, weil Sie merken, wir wollen das Medium möglichst interaktiv nutzen, sodass Sie nicht nur an der Stelle zuhören müssen. Ja, lieber Herr Professor Schleicher, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich diesen Freitagnachmittag für uns freigehalten haben. Wir freuen uns sehr, Ihren Vortrag zu hören und wir schließen eigentlich an eine Veranstaltung, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, im Dezember 2017 waren Sie bei uns in Schleswig-Holstein auf einem Bildungsforum zum Thema digitale Revolution, globale Trends und Entwicklungsperspektiven für Schule und Unterricht. Und jetzt ist in der Zeit natürlich viel passiert. Und es hat sich auch viel bei uns in Schleswig-Holstein bewegt. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit uns diesen Weg ein bisschen weiter zu begleiten, sodass wir viele gute Anregungen für unsere Arbeit erhalten können. Und ich glaube, ich brauche Sie gar nicht vorzustellen. Jeder kennt Sie. Aber falls es noch jemanden gibt, der Sie nicht kennt, Herr Professor Schleicher ist Direktor des Direktorats für Bildung bei der OECD, einer Gesellschaft, die sich für die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und vor allem die Demokratie und Marktwirtschaft verpflichtet fühlt. Sie setzen sich ein für die Entwicklung der Qualität und der Bildungsgerechtigkeit international, aber Sie kennen sich natürlich auch sehr gut aus im deutschen Raum. Und wir freuen uns sehr, dass Sie uns heute zu unserem Thema Schule ist kein Ort, sondern eine Aktivität, Ihre Gedanken mitbringen und wir mit Ihnen diskutieren dürfen. Vielen Dank und ich übergebe Ihnen damit das Wort. Ja, herzlichen Dank. Es ist schön, wieder mit dabei zu sein. Und ich glaube, das Thema Schule ist oder Lernen ist Aktivität, kein Ort, ist, glaube ich, jedem bewusst geworden in der Corona-Pandemie. Ich glaube, die Zukunft wird uns auch immer wieder überraschen. Ich glaube, das ist heute das New Normal. Einige Trends können wir relativ gut abschätzen, des Klimawandels, der Demografie. Aber so etwas wie die Pandemie oder die zukünftigen Möglichkeiten und Risiken von künstlicher Intelligenz, da werden wir sicherlich noch viele Überraschungen erleben. Deswegen ist es wichtig, nicht eine Zukunft zu planen, sondern sich über viele mögliche Zukünfte zu verständigen und im Grunde zu sehen, was sind die Konsequenzen verschiedener Szenarien. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wo man sich heute noch über die Zukunft unterhalten kann. Es kann sein, dass der Status quo weitergeht. Ne? Die Schulsysteme haben ein sehr großes Beharrungsvermögen. Ne? Schauen Sie sich einfach mal an, wie sich die Welt technologisch verändert hat in den letzten 20 Jahren und dass praktisch die Lernergebnisse bei PISA gemessen, hier im Fall Lesekompetenz, das Wissen also zu erfassen, zu verarbeiten, darüber zu reflektieren, praktisch unverändert geblieben ist. Wenn man sich mal anschaut, 2018 hatten nur weniger als einer von 15-Jährigen gute Fähigkeiten, Fakten von Meinungen zu unterscheiden. Jetzt können Sie sagen, oh, das ist ja besser als im Jahr 2000, wo das nur 7% waren. Aber wir leben in einer völlig veränderten Welt.
Im Jahr 2000 war Lesefähigkeit noch die Extraktion von Informationen, die es relativ gut vorgefertigt war. Man konnte sich auf Schulbücher verlassen. Na, wenn ich etwas nicht weiß, kann ich das nachschlagen, darauf vertrauen, dass das, was da steht, dann auch wahr ist. Heute schaue ich nach bei Google, finde 100.000 Antworten auf meine Frage und niemand sagt mir, was richtig oder falsch war oder nicht weiß. Also Lesekompetenz ist ein völlig anderes Konstrukt in der digitalen Welt, aber unsere Schulsysteme haben darauf wenig reagiert. Ne? Status quo wird uns also nicht langfristig weiterhelfen. Möglich ist, dass Eltern sich in der Zukunft vielleicht ganz andere Anbieter suchen werden. Das haben wir auch schon in der Pandemie gesehen, dass es einige ganz spannende Anbieter gab, ne, die Lernen unabhängig von Schulen angeboten haben und Schüler, die das entsprechende unterstützende Umfeld haben, konnten da vielleicht auch ganz gut profitieren. Weiß man nicht, ob sich daraus ein Trend entwickelt. Ne? Es kann auch sein, ich glaube, eine andere Erfahrung, die Schüler in der Pandemie gemacht haben, ist, dass Lernen nicht Transaktion, sondern soziale Relation ist. Ne? Also ich glaube, an das, was sich Schüler in 10 Jahren noch erinnern werden, das sind die Lehrkräfte, die auf sie zugegangen sind, die im Grunde ihre Träume erkannt haben, die Schüler beim selbstständigen Lernen unterstützt haben. Na, wer war da, als ich die Hilfe gebraucht habe? Also dieses soziale Netz, das ist, glaube ich, jedem bewusst geworden. Und es kann sein, dass sich Schulen in diese Richtung entwickeln. Beispiel Estland, Finnland. Vielleicht auch einige Provinzen in China, wo das Soziale ganz im Zentrum steht. Es kann sein, dass irgendwann die Technik alles übernimmt und dann lernen wir irgendwo irgendwas irgendwann ohne dahinterstehende Institutionen. Niemand weiß, wie sich die Welt entwickeln wird, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns nicht im Grunde nur eine bestimmte Zukunft vorstellen oder das, was wir heute erleben, in die Zukunft projizieren, sondern gerade wenn wir an Technologie denken, verschiedene Szenarien. Ich glaube, sich in verschiedenen Szenarien bewegen, heißt auch im Grunde mit der Zukunft aktiv umgehen zu können. Aber trotzdem, wir sind ja hier beim Thema Digitalisierung, ne? Eine unglaublich demokratisierende Kraft. Jeder kann sich beteiligen, jeder kann mitmischen. Das ist, glaube ich, eine der größten Errungenschaften der Digitalisierung. Auf der anderen Seite führt sie zu einer immer größeren Machtkonzentration, übrigens auch im Bereich Bildung. In der Vergangenheit konnte man sagen, die Schulsysteme, die Ministerien, dort wurde im Grunde die Wertschöpfung betrieben, also was Schüler unterrichten, was wird irgendwo gelernt. Das wurde sorgfältig abgestimmt mit Experten. Heute gibt es viele Anbieter, die im Grunde ihre eigenen Entscheidungen treffen können und auch immer einige wenige, die da enorme Machtkonzentration erfahren, auch im Bildungsbereich. Vorteil der Digitalisierung ist, dass die kleinste Stimme gehört werden kann. Na, sie posten irgendetwas bei Twitter und die Welt hört ihnen zu. Auf der anderen Seite ist Digitalisierung auch eine sehr stark homogenisierende Kraft. Ne? Wir werden im Grunde alle irgendwo untergemischt und Fragen der Identität sind heute wesentlich relevanter geworden, ne? In der digitalen Welt. Ne? Stehen auch heute oft im Vordergrund. Digitalisierung ist eine unglaubliche, befähigt uns wirklich unbekannte Probleme zu lösen. Ne? Die größten, wichtigsten Unternehmen unserer Zeit sind nicht aus einer großen Industrie entstanden, sondern aus einer großen Idee. Die hatten meistens das Produkt, bevor sie das Geld hatten. Also im Grunde, die Ideen können heute die Welt verändern. Das ermöglicht uns die Digitalisierung. Aber sie macht uns auch sehr leicht zum Sklaven von irgendwelchen Algorithmen. Wir verlieren viele menschliche Fähigkeiten durch die Digitalisierung. Unser Auto sagt uns morgen, wo wir hinfahren, rechts und links abbiegen und langsam verlieren wir den Sinn der Orientierung. Und auf die gleiche Weise haben wir schon viele andere Fähigkeiten verloren und vertrauen Algorithmen oft mehr als unserer eigenen Intuition oder Einschätzung. Also ich glaube, das sind die Kräfte, die dort wirken, denen wir uns bewusst sein müssen, wenn wir über Digitalisierung sprechen, auch im Bildungsbereich. Ne? Aber wenn man sich das jetzt mal aus Schülersicht anschaut, ist das ganz spannend, ne? Bei PISA haben praktisch die Mehrheit der 15-Jährigen in den meisten Ländern gesagt,
Also, wenn ich nicht irgendwo im Netz bin, fühle ich mich schlecht. Also, irgendwo mit dieser Welt, in diese Welt integriert zu sein, die digitale Welt, ist heute so wie Wasser trinken und Luft zu atmen. Die reale Welt und die digitalisierte Welt sind für junge Menschen praktisch integriert. Das ist also die Realität. Einige sprechen vom Wettlauf zwischen Bildung und Technologie. Na, vor der großen industriellen Revolution waren weder Bildung noch Technologie irgendwo besonders entscheidend für das Leben der meisten Menschen. Ne? Dann kam die große erste industrielle Revolution, hat die Technik im Grunde vor die Menschen gebracht und den Großteil der Menschen vor unglaubliche Herausforderungen gestellt. Ne? Wir waren darauf nicht vorbereitet. Ne? Ja, die Antwort war dann, also die Erfindung der Regelschule, ne? Die Menschen auf die Paradigmen der industriellen Welt vorzubereiten. Das hat auch viele Jahre gut funktioniert, aber seitdem hat sich an unserem Bildungskonzept relativ wenig verändert. Und heute haben wir die digitale Revolution, ne, und erleben das gleiche Phänomen, ne, dass auch Absolventen von Hochschulen vielleicht keinen geeigneten Job finden. Und auf der anderen Seite sagen uns die Arbeitgeber, wir finden nicht die Leute mit den Fähigkeiten, die wir brauchen. Ne. Die Frage ist wirklich, wie wir Bildung wieder dahin bringen können, dass sie vor der Technik ist. Ich glaube, das ist die große Herausforderung unserer Zeit. Ne? Bildungssysteme haben es geschafft, zweitklassige Roboter zu bilden, ne? Also Menschen, die gut daran sind, das wiederzugeben, was wir ihnen erzählen. Aber was heißt es, Mensch zu sein im Zeitalter der künstlichen Intelligenz? Ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns in der digitalen Bildung jeden Tag stellen müssen. Das Wissen erweitert sich exponentiell, hat unglaublich viele Facetten. Also die Frage, was wir lernen, was wir unterrichten, die müssen wir uns jeden Tag neu stellen. Ne? Das meiste wird über Personen vermittelt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das sieht man. Digitale Medien alleine, so MOOCs, haben sehr mäßige Erfolge. Die meisten Leute hören mit solchen Kursen relativ früh wieder auf. Das gilt übrigens auch für Lehrkräfte. Also wir haben mal nachgeschaut, wie viele Lehrkräfte digitale Kurse wirklich zu Ende führen. Ist auch nur ein kleiner Teil. Ich glaube, wir lernen durch Menschen mit Menschen. Darüber müssen wir uns im Grunde klar sein. Also wo Digitalisierung versucht, diesen sozialen Bezug zu ersetzen, da scheitert sie meistens, zumindest bislang. Ich glaube auch, die Schulfächer, mit denen wir uns in den ersten Schuljahren am meisten befasst haben, waren wohl weniger die Fächer, die unseren Fähigkeiten entsprechen, sondern mehr die Fächer, wo wir auch Lehrkräfte hatten, die uns als Schüler irgendwo verstanden haben. Und dagegen ist natürlich das Curriculum, der Lehrplan nur eine kleine Box. Wir versuchen irgendwo alles in diese Box reinzutun. Das hat die Digitalisierung nicht einfacher, sondern schwieriger gemacht. Die hat im Grunde die Stofffülle tendenziell erweitert, nicht verengt. Ne? Und die Herausforderung unserer Zeit, weniger Material in größerer Tiefe zu unterrichten, die ist schwieriger geworden, Zeit der Digitalisierung. Ne? Was oft passiert, das, was dann letztendlich bei den Schülern ankommt, sind nur schmale Schatten der Phänomene, die wir wirklich lernen sollten. Ne? Beispiel Naturwissenschaft, Sie fragen Viertklässler in Deutschland nach ihrer Einschätzung zu Naturwissenschaften und alle sind begeistert. Ne? Naturwissenschaften, da geht es darum, die Natur zu erfahren, Ursache und Wirkung zu erleben, zu experimentieren. Ne? Wenn Sie die Schüler dann später nochmal fragen, im Alter von 15 Jahren, die meisten wenden sich ab von diesen Schulfächern. Das ist eine abstrakte Welt von Formeln und Gleichungen geworden, die viele junge Menschen nicht mehr interessiert. Ne? Und ich glaube, die Digitalisierung kann uns hier helfen. Ne? Heute müssen wir eben nicht mehr bei einem Experiment uns also zuhören, wie uns die Resultate von einem Experiment vermittelt werden, sondern wir können dieses Experiment im virtuellen Laboratorium selber machen. Also da schafft uns die Digitalisierung sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ne? Aber Realität ist immer noch so, dass unsere Lehrpläne sehr weit überfrachtet sind. Und ich glaube, die Tendenz ist, dass das durch die Digitalisierung nicht weniger, sondern eher größer geworden ist, das Problem. Also die wirklichen Fragen, was müssen wir lernen heute, ne? Was macht uns zum Menschen, die werden
tendenziell weniger gestellt. Es geht einfach um die Vermittlung von mehr vom gleichen Wissen. Das ist, glaube ich, auch das große Thema. In der OECD haben wir uns sehr viel damit beschäftigt, im digitalen Zeitalter. Was sind die Kernkompetenzen, die für den Erfolg wirklich entscheidend sind? Ne? Das erste Konzept ist Agency, ne? Selbstwirksamkeit. Ne? Können junge Menschen ihre kognitiven, sozialen, emotionalen Fähigkeiten mobilisieren? Ne? Das ist nicht nur das, was ich weiß, das, was ich kann, sondern kann ich diese Ressourcen in einem Kontext konkret mobilisieren? Bin ich auch da bereit dazu? Ne? Und das erwartet eben aktives Lernen, nicht passives Zuhören allein. Wie gesagt, die Digitalisierung schafft dazu Möglichkeiten, Raum, aber sie kann das Lernen auch in das Gegenteil verwandeln, dass ich eben nur mich an einzelnen Stimuli orientiere und den Algorithmen einer Software folge. Also ich glaube, da haben wir Möglichkeiten, aber es ist keine Garantie. Aber dieses Konzept der Student Agency, das sehen wir als Kern der zukünftigen Bildung. Na, denn wir müssen ja auch über die Schule hinausdenken. Na, was wir uns wünschen, sind Menschen, die ihren Horizont jeden Tag weiter ausbauen, lebensbegleitend, lebenslang weiterlernen, die Motivation dazu haben, die Fähigkeit haben. Na. Die Corona-Pandemie hat das uns ganz gut gezeigt. Na. Wo Schüler nur häppchenweise gefüttert wurden im Unterricht, plötzlich waren sie auf sich allein gestellt zu Hause. Viele haben abgehängt. Na. Die Schüler aber, die wirklich wirksame Lernstrategien entwickelt hatten, die diese Student Agency hatten, die Motivation, die Fähigkeit zu lernen, für die war das eine spannende Erfahrung. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Konzept im Kern. Wenn wir uns mit dem Wissen beschaffen, natürlich, Fachwissen wird immer wichtig sein, aber im Bereich der Naturwissenschaften zum Beispiel, Wissen in Physik, in Chemie ist wichtig. Aber noch wichtiger ist, weiß ich, was die Naturwissenschaften sind? Kann ich wie ein Naturwissenschaftler denken? Kann ich ein Experiment konzipieren? Kann ich Fragen unterscheiden, die sich naturwissenschaftlich beantworten lassen, von welchen, wo das nicht der Fall ist? Genau wie Geschichte. Ne? Bei Geschichte geht es nicht darum, Orte und Namen auswendig zu lernen, sondern kann ich verstehen, wie sich das Narrativ einer Gesellschaft entwickelt hat? Ne? Wie es sich weiterentwickelt hat, wie es vielleicht irgendwann in sich zusammengefallen ist, als der Kontext sich geändert hat. Was bedeutet das für die Zeit, in der wir leben? Kann ich wie ein Philosoph denken? Kann ich wie ein Mathematiker denken? Ich glaube, auch hier schafft uns die Digitalisierung sehr, sehr viele Möglichkeiten. Sie macht die verschiedenen Kontexte erlebbar. Aber wie gesagt, es kann auch dazu führen, dass wir dann einfach Skripte haben, wo irgendwelche Mechanismen ablaufen und Schüler die Tricks eines Computerspiels erlernen. Also ich glaube, das ist wichtig dort, wie die Digitalisierung eingesetzt wird. Viele große Chancen. Ich werde dann gleich nochmal darauf zurückkommen, einige Beispiele geben. Aber kein Automatismus. Ne? Im Grunde müssen wir eins sehen. Digitalisierung kann guten Unterricht verbessern, ne? Aber schlechten Unterricht nicht ersetzen. Ne? Sie kann auch Unterricht deutlich verschlechtern. Man muss auch ehrlich sein. Die Intensität von Digitalisierung im Unterricht hat auch bei den PISA-Ergebnissen tendenziell zu einer Verschlechterung der Leistung geführt. Ne? Da müssen wir noch sehr, sehr viel dran arbeiten, dass wirklich das genutzt wird. Das interdisziplinäre Wissen, ne? Kann ich über die Fächergrenzen hinwegdenken, Wissen zu verknüpfen. Ne? Innovation entsteht meistens dann, wenn ich die Punkte, die neu verknüpfen kann. Ne? Das sind, glaube ich, ganz wichtige Bestandteile. Ne? Ich will Ihnen das hier nochmal verdeuten, auch mal mit ein bisschen PISA-Ergebnissen. Man fragt sich in Deutschland immer, warum sind die Schüler nicht so besonders toll bei den komplexen Aufgaben, wo man mathematisieren muss, wo man im Grunde die realen Probleme in die Welt der Mathematik übersetzen muss und sich dann souverän in der mathematischen Welt bewegen muss. Ne? Das können deutsche Schüler nicht so schlecht. Hier ist eine Antwort darauf. Ne? Schüler in Deutschland sind immer noch sehr stark im Auswendiglernen verhaftet und das funktioniert bei einfachen Aufgaben relativ gut. Bei komplexen Aufgaben, ne, wo die Lösung eben nicht gelernt werden kann, auswendig gelernt werden kann, sondern erarbeitet werden muss,
Das fällt vielen Schülern wirklich schwierig. Also da sieht man das ganz gut. Um die komplexen Aufgaben richtig auszurechnen, muss man eben wie ein Mathematiker denken können. Dieses Elaborieren, dass ich im Grunde Bekanntes mit Unbekannten verknüpfen kann, die Prinzipien, die Ideen der Mathematik verstehe, das ist die Voraussetzung, um die komplexen Aufgaben zu bewältigen. Viele werfen uns vor, ja, warum machen Sie denn solche Aufgaben überhaupt bei PISA? Warum nicht einfache, typisch mathematische Aufgaben, so wie Sie aus Schulbüchern kennen? Und die Antwort ist, ja, die Welt bewegt sich eben sehr stark von links nach rechts. Das, was auf der linken Seite ist, das können eben Computer heute sehr viel schneller. Das, was auf der rechten Seite ist, da haben wir im Grunde die Möglichkeit, als Menschen noch einen großen Unterschied zu machen. Und wie gesagt, ich glaube, da können uns Technologien helfen. Aber man muss auch sehen, Wissen ist notwendig, aber nicht hinreichend. Die Welt belohnt uns nicht mehr nur für das, was wir wissen. Na, Google weiß alles, sondern für das, was wir mit dem, was wir wissen, dann auch tun können. Da denken wir dann zunächst an kreative Fähigkeiten, kritisches Denken und so weiter. Das ist auch alles ganz wichtig, aber ich glaube, von besonderer Bedeutung heute sind die sozialen und emotionalen Kompetenzen. Gerade im Zeitalter der Digitalisierung kommt es da wirklich sehr drauf an. Ich gebe hier aber auch mal ein Beispiel wieder aus der letzten PISA-Studie. Sie können im Grunde mit dem Geld, was in Bildung investiert wird, wenig an Leistung, den Le Leistungsergebnissen vorhersagen. Sie können auch mit der Lernzeit wenig vorhersagen. Na, es gibt Länder wie Finnland, wo in wenigen Stunden viel gelernt wird, und es gibt Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate, die lange Schultage haben, wo wenig gelernt wird. Also ich glaube, so mit einfachen Ressourcen können wir den Erfolg der Bildungssysteme nicht erklären. Aber hier gibt es eine interessante Variable. Das ist das sogenannte Growth Mindset, wo Schüler wie in Estland irgendwo die Einstellung haben, dass das, was ich lerne, wirklich, das liegt an mir. Ich kann im Grunde mit Anstrengungsbereitschaft auch die komplexesten Probleme bewältigen. Ich kann über mich herauswachsen. Dort sind auch die Leistungsergebnisse gut. Auf der anderen Seite in Ländern, wo Schüler glauben, ah, was ich irgendwo nicht kann, das kann ich auch nicht lernen, da sind tatsächlich auch die Leistungsergebnisse der Länder schlecht. Und das gilt zwischen den einzelnen Schülern, aber eben auch zwischen den einzelnen Bildungssystemen. Das heißt, Länder, die auf Unterrichtsmethoden, Unterrichtskonzepte setzen, wo dieses Growth Mindset gefördert wird, die sind auch bei den kognitiven Ergebnissen dann insgesamt erfolgreicher. Ich glaube, wir müssen da sehr viel mehr drauf schauen. Und auch dort, denke ich, schafft uns die Digitalisierung viele Möglichkeiten. Da müssen eben nicht alle Schüler im Gleichschritt lernen, sondern Schüler, das Lernen kann sehr viel interaktiver, granularer werden. Beim Growth Mindset sind auch andere Faktoren entscheidend. Zum Beispiel Schüler, die ein besser entwickeltes Growth Mindset hatten, waren auch tendenziell stärker motiviert, schwierige Aufgaben überhaupt anzupacken. Die hatten ein größeres Maß an Selbstwirksamkeit, also ich kann das schaffen. Die waren, fürchteten sich seltener vor Fehlern. Ne? Und das ist, glaube ich, auch heute sehr entscheidend. Ne? Wir wünschen uns alle kreative Menschen. Aber um Kreativität zu fördern, heißt es auch, jungen Menschen Möglichkeiten zum Experimentieren zu geben. Ne? Wenn ich Menschen experimentieren lasse, dann machen sie Fehler. Wenn ich mit Fehlern nicht umgehen kann oder aus Fehlern mit Fehlern nicht lerne, werde ich wahrscheinlich auch nicht besonders kreativ sein. Und man kann hier sehen, dieses Growth Mindset scheint da eine ganz entscheidende Rolle zu spielen. Schüler mit einem Growth Mindset waren auch eher in der Lage, sich anspruchsvolle Lernziele zu setzen und überhaupt den Wert in Schule zu sehen. Also ich glaube, das sind wichtige Faktoren, gerade in der Pandemie, wo das selbstständige Lernen so im Vordergrund stand. Auch die sozialen, emotionalen Kompetenzen. Jeder wünscht sich im Grunde ein schönes Klassenklima, ne? Und das hängt natürlich ab von Faktoren wie Classroom Management, Disziplin und so weiter. Aber schauen Sie hier auf die Liste. Die besten Prädiktoren vom Klima in der Klasse nach unserer neuesten Studie sind Dinge wie das kooperative Klima, Selbstwirksamkeit, Neugier, Kreativität, metakognitive Fähigkeiten, Vertrauen, Toleranz. Ne? Das sind im Grunde die Faktoren, die letztendlich bestimmen, wie wir miteinander arbeiten in einer Schulgruppe, in einer Klasse. Letzter Punkt dazu. Wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass
unser Gehirn in verschiedenen Lebensphasen verschiedene Dinge lernt. Gerade bei sozialen, emotionalen Kompetenzen geschieht sehr, sehr viel in den ersten Lebensjahren. Ne? Dinge wie Empathie sind im Alter von 2, 3 Jahren Kompetenz. Das kann ich lernen, wie später Mathematik. Ne? Im späteren Lebensalter werden das leider Persönlichkeitsmerkmale, die sehr schwer im Grunde zu verändern sind. Ne? Und insofern, ich glaube, auch dort müssen wir uns im Zeitalter der Digitalisierung noch sehr viel mehr Gedanken machen. Was lernen wir wo, mit welchen Mitteln am besten? Passiert ja auch sehr viel. Ich muss sagen, in den ersten Lebensjahren, dort sehen wir eigentlich heute die spannendsten Entwicklungen. Ne? Wir haben gerade abgeschlossen unsere erste Studie zum Lernen im Alter von 5 Jahren und gerade bei Empathie gibt es spannende Ergebnisse. Das sind wirklich dort Fähigkeiten, die wir fördern können. So, wenn Sie mich jetzt zum Abschluss dieses Teils fragen, was sind denn wirklich die entscheidenden Kompetenzen? Gut, viele streiten sich darüber. Zum ersten einmal ist die Wertschöpfung natürlich, das ist das, was uns sehr von Technologie unterscheidet. Ne? Technologie kann immer von dem extrapolieren, wo wir heute sind. Aber wenn es wirklich darum geht, um die Ecke zu denken, wirklich neues Wissen zu schaffen, das ist immer Intuition, das sind immer noch sehr menschliche Fähigkeiten. Sich in Unwägbarkeiten bewegen, ne? Das erleben wir heute alle. Resilienz, ne? Nicht wie kann ich die Welt im Gleichgewicht halten, sondern wie kann ich mich in einer Welt bewegen, die nicht im Gleichgewicht ist. Die Welt ist auch nicht mehr schwarz und weiß, sondern hat viele Grauzonen. Wie kann ich mich in diesen Grauzonen bewegen? Und wie gesagt, noch einmal, kann ich das, was ich weiß, das, was ich kann, dann auch mobilisieren? Ne? Wenn man sich fragt, was heißt das jetzt für Lernen, auch Lernen mit Technologie, das Erste ist Offenheit. Ne? Wir sind alle immer gut dabei, das Wissen unserer Zeit an die nächste Generation zu vermitteln. Wir können besser werden, offen zu sein, das Wissen in Frage zu stellen. Ne? Das Reflektieren. Ne? Kann ich den Wald unter den Bäumen sehen, einen Schritt zurücktreten? Ne? Und dann, wie gesagt, auch dort wieder Aktion. Ne? Lassen Sie mich jetzt doch mal, wenn wir das so im Hinterkopf haben, und ich glaube, die Frage des, was Bildung ist, ne, was wir in Schule erreichen wollen, die müssen wir als allererstes beantworten. Nur dann können wir uns überhaupt über den Einsatz von Technologie verständigen. Oft geht das andersrum, auch gerade in Zeiten der Pandemie, wo alles irgendwo im Grunde schnell gehen muss. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich im Grunde darüber klar zu sein, was wollen wir erreichen und was lernen wir wann, zu welchem Lebensalter, in welchem Kontext am besten. Wenn man sich jetzt mal die Möglichkeiten anschaut, zunächst einmal muss man sich eingestehen, dass Digitalisierung im Bildungsbereich weit abgeschlagen ist. Wenn wir im Gesundheitssektor schauen, da gibt es eine florierende Industrie, unglaublich viel Technik. Im Bildungsbereich ist das kaum messbar. Wir haben etwa 3% der globalen Ausgaben für Bildung, die irgendwo als Technologie bezeichnet werden können. Und ich bin hier wirklich sehr großzügig mit dem Fass. Also es ist noch verschwindend gering im Gegensatz zu anderen Bereichen unserer Gesellschaft. Das wird weiter wachsen. Im Jahr 2015 wird sich das sicher mehr als verdoppeln. Aber wie gesagt, auch dann sind wir immer nur noch bei 4, 5%, nicht bei 20 oder 30%. Also es wird weiter im Grunde ein Randbereich bleiben. Ne? Man muss sich auch über eins klar sein, die großen Innovationen finden heute alle in einem Land statt. Ne? Schauen Sie sich mal hier die Grafik an. Im Jahr 2014 waren die USA bei weitem das führende Land, wenn es hier zum Beispiel auf Venture-Kapital im Bereich Bildung ankam. Ne? Heute 60, über 60% dieses Venture-Kapitals in der ganzen Welt kommt nur aus China. Ne? Also da muss man sehen, ist ein Bildungssystem, das enorm auf Technologien setzt und auch relativ weit gekommen ist. Ne? Und insofern, wenn Sie sich diese Wachstumskurve anschauen, wie viel dann in Europa oder in Nordamerika üblich bleibt, das ist noch eine große Frage. Ne? Wo wird das Geld ausgegeben? Augmented Reality, Virtual Reality, das wissen Sie, na, das sind im Grunde die Bereiche, die sehr stark expandieren, wo auch sehr viel möglich ist. Ne? Virtuelle Laboratorien, da gibt es heute wirklich gute Systeme. Künstliche Intelligenz, Wachstumsbereich, aber noch relativ begrenzt. Robotics
und Blockchain noch im Entwicklungsstadium. Lassen Sie mich einfach mal ein paar Beispiele nennen. Also im Bereich personalisiertes Lernen, das ist, denke ich, wo die Technologie am einleuchtendsten ist. Eine Technologie versteht heute relativ gut, wie unterschiedliche Schüler unterschiedlich lernen und kann dann das Lernen eben sehr viel stärker anpassen an den Lernbedarf. Das machen wir inzwischen auch bei PISA. Ich weiß nicht, ob Sie das gemerkt haben, aber die Schüler kriegen heute nicht mehr den gleichen PISA-Test, sondern am Anfang sieht das gleich aus, aber relativ schnell merkt der Computer, wo es hakt bei den Schülern, und dann werden vielleicht mal etwas leichtere Aufgaben gegeben. Bei Schülern, die besonders schnell vorankommen, werden die Aufgaben dann auch komplexer. Also wir können heute auch im Bereich Assessment sehr viel klüger vorgehen und dadurch sehr viel bessere Messergebnisse erzielen. Ne? Wenn Sie einen Test für alle verwenden, dann für viele Schüler ist der absolut zu schwer und frustrierend, und für viele Schüler ist dieser Test zu leicht und eben auch frustrierend. Und ich glaube, heute dieses adaptive Evaluieren, dieses adaptive Lernen bringt uns da sehr viel weiter. Und da, wie gesagt, die Systeme dazu sind relativ gut entwickelt. Ne? Noch einmal im Bereich Assessment und Exams. Die spannendsten Entwicklungen in meinen Augen gibt es hier gegenwärtig im Bereich berufliche Bildung, ne, wo wirklich Simulation, das war früher sehr schwer, ne, da haben wir dann eben auch mit Multiple-Choice-Tests gearbeitet, das funktioniert ja überhaupt nicht in der beruflichen Bildung, aber ich denke, da gibt es dort wirklich, wirklich spannende Möglichkeiten. Adaptive Tests, Hands-on-Assessment, auch offene Fragen kann man heute schon relativ zuverlässig durch Machine Learning bewerten, also ich glaube, da wird sich auch in Zukunft in relativ kurzen Zeiträumen enorm viel tun, sodass diese Aufspaltung in Lernen und Assessment, die irgendwo aus der Vergangenheit kommt und eigentlich, glaube ich, sehr hinderlich war für Lernen, aufgelöst wird, indem Assessment und Lernen wirklich vollständig integriert werden und auch im Grunde zu Rückmeldungen führen, wie Schüler besser lernen können, wie Lehrkräfte besser unterrichten können und Schulen effizienter sind. Also ich glaube, da liegt enormes Potenzial, dass wir das Assessment nicht ans Ende des Prozesses stellen, sondern an den Anfang, dass es das Lernen und das Unterrichten wirklich gut begleiten kann, mit wirklich auch spannenden Kontexten, wo Sie als Lerner vielleicht gar nicht unbedingt merken, was jetzt Assessment und was jetzt Lernen ist. Ne? Ähnlich wie bei Computerspielen. Im Bereich Classroom Analytics, auch da gibt es unglaublich spannende Beispiele, ne, wo Sensoren im Klassenzimmer schon relativ gut erfassen können, wo Schüler interessiert sind, wo sie Schwierigkeiten haben. Da können sie dann ihre Unterrichtskonzepte dynamisch praktisch anpassen, weil sie diese Informationen relativ also zeitnah verfügbar haben. Ich habe das persönlich im letzten November in Shanghai mal erlebt. Da haben Grundschüler Kalligrafie gelernt. Ne? Und das ist ja für die Lehrer dort immer eine riesige Herausforderung. Müssen Sie sich vorstellen, die müssen 4.500 Schriftzeichen lernen. Ne? Wir tun uns schwer mit 26. Da können Sie sich vorstellen, 4.000 Schriftzeichen ist eine enorme Herausforderung für Schüler und Lehrkräfte. Und das ist nicht nur Technik und Lernen, sondern eben auch eine Kunst. Das muss man auch sehen. Und hat man also die Grundschüler gesehen, wie sie die Schriftzeichen da gemalt haben auf ihrem Tisch. Und in die Tische integriert waren Scanner. Und dann vor sich hatten die Schüler ein Mobiltelefon. Das hat ihnen dann in Echtzeit Rückmeldung gegeben über die Qualität ihrer Arbeit. Das heißt, ich musste nicht warten bis zum nächsten Tag oder nächsten Woche, bis mir mein Lehrer sagt, im Grunde ist das okay so, sondern ich habe unmittelbar Rückmeldung gegeben. Und wenn die Schüler selber zufrieden waren mit ihrer Leistung, dann haben sie in so ein grünes Symbol gedrückt und dann kam das beim Lehrer an. Und die Lehrerin hatte eigentlich während der ganzen Unterrichtszeit einen guten Überblick, wer wo ist, und konnte dann im Grunde unterstützend eingreifen. Sie konnte auch sehen, hier machen verschiedene Schüler die gleichen Fehler. Das heißt, irgendwo habe ich wahrscheinlich was nicht so gut erklärt. Auch dort. Und dann nach der Unterrichtszeit konnte sie das dann vergleichen mit der gleichen Unterrichtseinheit in anderen Lernkontexten. Also ich glaube, Classroom Analytics schafft uns enormes Potenzial. Hier stellen sich natürlich unglaublich viele Fragen. Ne? Soll man das machen? Ne? Nicht alles, was man machen kann. Wie ist das mit den Daten? Ne? Diese Classroom Analytics hängen ja sehr davon ab, dass man im Grunde dann
auch diese Big Data Systeme darunter liegen hat. Ne? Aber wie gesagt, es ist ein Bereich, da tut sich viel. Und was ich erlebt habe, gerade auch in China, dass die Lehrkräfte selber davon absolut begeistert sind. Die meisten dieser Systeme, die es dort gibt, sind auch von Lehrkräften konzipiert und sogar designt worden. Ne? Das ist ein großer Unterschied zu Deutschland, wo die digitalen Konzepte meistens von irgendwelchen Anbietern kommen, Verlagen oder Technikunternehmen. In den asiatischen Ländern haben Lehrkräfte sehr viel Zeit über den Unterricht hinaus, weil sie halt sehr viel geringere Stundendeputate haben, so etwa die Hälfte wie in Deutschland, sehr viel mehr Zeit, sich mit der Entwicklung von solchen Ideen und Konzepten zu befassen, einzusetzen, das zu prüfen, zu erarbeiten. Ganz anderer Ansatz und gerade Classroom Analytics, da macht sich das bemerkbar. Ne? Robotics, da muss ich persönlich sagen, da habe ich noch nichts gesehen, was mich persönlich so überzeugt hat. Vielleicht so ein bisschen, wo Schüler Computer programmieren lernen, da kann man das dann mit dem Roboter durchspielen. Aber ich glaube, diese Social Robots, das ist mehr Gimmick als Realität, zumindest nach meiner Erfahrung. Wo ich großes Potenzial sehe, ist in Blockchain-Technologien. Heute haben wir machen wir am Ende der Schulzeit das Abitur, na, alles zusammengepackt in ein paar Tagen. Ich glaube, in Zukunft können wir wirklich Learning on the go irgendwo bewerten. Wir können kleinere Lernschritte erfassen und das später zusammenfügen zu einem Bild, was Menschen können, na, und vielleicht auch lebensbegleitend. Ich glaube, das wird auch diese Monopole, die wir heute haben, zum Beispiel Universitäten, die irgendwo Abschlüsse vergeben können, dann wahrscheinlich brechen. Ich glaube, da werden viele Möglichkeiten im Leben zu lernen dann sichtbar werden durch solche Technologien. So, letzter Punkt. Das sind natürlich alles Themen, die sich in dieser Pandemie enorm verstärkt haben. Ne? Wir sehen zum Beispiel, wir haben im Mai die Schulsysteme befragt, der 36 OECD-Staaten, und nur 22% der Bildungssysteme haben gesagt, wir wollen wieder da ankommen, wo wir gestartet sind. Schauen Sie sich den gelben Balken an. Hybrides Lernen, na, wird zum neuen, zu der New Normal. Na. Die Hälfte der Bildungssysteme sieht im Grunde die Integration der realen und virtuellen Welt im Schulbereich als Standard an. Na. Und wie das jetzt umgesetzt wird, ich glaube, da muss man noch sehr, sehr viel dran arbeiten, denn gut gemacht heißt das ja nicht, ich teile meine Klasse auf, die einen lernen digital, die anderen sitzen bei mir, sondern im Grunde muss ich das schülerbasiert machen. Ne? Wo lernt welcher Schüler am besten und wie kann ich Schüler in bestimmten Kontexten bestmöglich unterstützen? Das sind also sehr, sehr große Ansprüche, wo es eben weniger um dass die Vermittlung von Wissen geht, sondern eher, wie werde ich als Lehrkraft zu einem guten Coach, einem guten Mentor und so weiter. Wir sehen auch während der Pandemie, über 90% der Schulen im OECD-Bereich haben digitale Medien benutzt, wobei der orange Balken wichtig ist. In den meisten Fällen ging es wirklich nicht um digitale Medien, die unabhängig gearbeitet haben, sondern um digitale Technik, die Lehrkräfte mit ihren Schülern zusammengebracht hatten. Fernsehen und Radio haben in vielen Ländern auch eine große Rolle gespielt, in Deutschland wohl weniger, aber gerade bei den jüngeren Kindern gab es Länder wie Spanien und so weiter, Portugal, sehr, sehr gute Erfolge damit. Ne? Technologie ist natürlich immer nur so gut, wie sie dann auch verwendet wird. Hier habe ich keine Daten für Deutschland, weil Deutschland an unserer Lehrerstudie nicht teilnimmt, aber Sie sehen, in Ländern wie Dänemark, Neuseeland oder Australien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten, da ist Technikeinsatz sehr weit entwickelt, auch vor der Krise 2018 hier. 80% der Lehrkräfte nutzen das häufig, aber wir sehen am anderen Ende, wo es Länder gibt, wo das praktisch überhaupt nicht zum Einsatz kommt. Aber wenn wir die Daten von 2013 und 2018 vergleichen, sieht man, da hat sich auch enorm viel getan. Wenn wir hier auf zum Beispiel Schweden oder Rumänien oder Israel oder Finnland oder Kroatien schauen, da hat sich der Anteil der Lehrkräfte, die Technologie häufig einsetzen, mehr als verdoppelt. Also da tut sich viel, aber ich glaube, diese Balken müssen irgendwann mal bei 100 sein, ansonsten wird Technik alleine uns auch nicht weiterbringen. Was leider noch so ist, dass vieles von dem, was ich Ihnen erzählt habe, im Unterrichtsalltag Seltenheit ist. Zum Beispiel sehen wir hier, die meisten Lehrkräfte
erklären ihren Schülern sehr klar, was sie von ihnen erwarten und auch setzen klare Lernziele und so weiter. Ne? Das ist in 80, 90% der Unterrichtsstrategien zu beobachten. Aber wenn es jetzt darum geht, Schülern Aufgaben zu geben, wo sie wirklich sich kritisch mit auseinandersetzen müssen, da sind das schon weniger als 60%. Ne? Wo es darum geht, dass Schüler in kleinen Gruppen arbeiten können, das sind 50%. Wo Schüler komplexe Aufgaben lösen, ja, 44%. Ne? Wo Schüler Aufgaben lösen, wo es keine einzige oder irgendwo offensichtliche Lösung gibt, gerade mal ein Drittel. Und wo Schüler an Projekten arbeiten, wo man mindestens eine Woche braucht, weniger als 30%. Ne? Und das sind genau die Dinge, die eigentlich in dieser Pandemie von der Randerscheinung wirklich ins Zentrum gerückt werden. Also das gibt noch ein sehr starkes Missverhältnis zwischen pädagogischer Praxis im Klassenzimmer heute und dem, was eigentlich die digitale Technik irgendwo langfristig ermöglichen wird. Ne? Da tut sich viel. Sie sehen hier auch dort, viele Länder investieren sehr, sehr viel in die Entwicklung von Lehrkräften, ne? Auch in die Connectivity. Ne? Digitalpakt in Deutschland hat sehr spät angefangen natürlich damit, aber fängt jetzt langsam an, um da eine Infrastruktur zu schaffen. Auch die Learning Platforms, das ist ja ganz entscheidend, dass Schulen da auch gute im Grunde Plattformen haben. Aber da sehen Sie, das ist nicht nur eine Sache in Deutschland, in den meisten Ländern tut sich da heute enorm viel. Und ich lasse das mal hier dabei, damit Lieben wieder Dank Raum bis ist für hierhin. Ihre Wir Fragen. haben erfolgreich hier den Chat verfolgt und auch einige Fragen bekommen, beispielsweise zum Assessment. Dazu kommen wir gleich noch ein bisschen an anderer Stelle. Da würde ich auch noch ein bisschen voten gerne. Ich fange mal an mit einer Frage, bevor ich in den Chat gehe. Und zwar ist es so, dass es ja Menschen gibt, und wir gehören, glaube ich, alle dazu, die die Corona-Pandemie im Prinzip für ein riesengroßes Monitoring-Programm halten. Und meine Frage, und ich hoffe, die ist nicht zu früh zu diesem Zeitpunkt, sind Ergebnisse aus internationalen Bildungssystemen eigentlich eher bestätigt worden oder gab es Überraschungen? Also gerade natürlich im Hinblick auf das deutsche System. Sogar vielleicht das Ergebnis auf Ich dieses habe die Lernen der Frage nicht Schülerinnen und ganz Schüler. verstanden. In Ist das Bezug auf was? bestätigt In Bezug auf worden, Leistungsergebnisse was sich jetzt in oder? der Corona-Pandemie so ergeben hat? Oder war es überraschend? Also haben deutsche Schüler beispielsweise besonders gut gelernt, obwohl wir immer das Gefühl haben, wir haben Nachholbedarf im deutschen Bildungssystem? Oder wie hat sich da entwickelt? Ist sehr schwer zu bewerten. Wir haben auch noch keine neuen PISA-Ergebnisse dazu. Was wir sagen können, ist nach Einschätzung so maximal 40, 42% des regulären Stoffs wurden gelernt in dieser Pandemie. Und es war sehr polarisiert. Wie gesagt, einige Schüler konnten während auch dieser Pandemiezeit relativ gut lernen, wurden gut unterstützt, hatten Zugang zu guter Technik, auch Zugang zu wirklich, da haben sich die Lehrer sehr, sehr eingesetzt. Andere Schüler sind völlig abgehängt worden. Ne? Und das gilt nicht nur für Deutschland, aber auch für Deutschland. Also ich glaube, diese Polarisierung ist der größte Effekt. Ne? Aber und das war am Anfang sehr schwer abzuschätzen. Aber das ist leider das Ergebnis. Deswegen glaube ich, ist es ja auch wichtig, dass Schulen ihren Betrieb wieder aufnehmen. Ich glaube, wir haben eben auch gesehen, dass digitale Technik, Remote Learning, Schule nicht ersetzen kann. Ne? Vielen Dank für die Antwort. Gucken hier mal weiter in den Chat. Hier kommt eine Frage: Was ist denn verloren gegangen? Fähigkeiten, Fertigkeiten? Ich nehme das an, das ist bezogen auf die besondere Situation der Corona-Pandemie. Was hat am meisten gelitten? Soziale, emotionale Kompetenz. Na, ich denke, die Erfahrung, die Schüler machen in der Schule. Schule ist immer der Ort, wo ich Menschen treffe, die anders denken als ich, die anders sind als ich, na, die Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und ich glaube, das ist den meisten Schülern verloren gegangen. Wir sehen auch, das ist das, was sich am schwersten durch digitale Technik ersetzen lässt, ist auch das Problemlösen im Team. Ich denke, das ist der große Knackpunkt. Ich glaube, die Vermittlung
von Fachwissen, wie gesagt, da sind wir bei 40%, aber das hat bei vielen Schülern, die auch die geeignete Technik hatten, Unterstützung. Das präzisieren hier, der hat noch mal einmal nachgelegt im Hinblick. Es ging weniger um das Verlieren durch Corona als durch die Digitalisierung. Das war seine Frage. Da wird die Frage wirklich spannend. Ich denke, das kommt maßgeblich darauf an, wie wir Digitalisierung einsetzen. Also leider gibt es viel an Software, was Lernen sehr viel oberflächlicher macht. Das macht das Lernen irgendwo attraktiver. Die Präsentation von Informationsstoff ist viel interaktiver. Aber wenn man auf das Lernen selber schaut, das ist oft sehr viel oberflächlicher, sehr viel im Grunde schematischer geworden. Und ich glaube, liegt eine große Gefahr. Wir sehen zum Beispiel auch, es ist ganz spannend, dass man würde jetzt vielleicht denken, in einem Land wie Deutschland sind Schulen in sozial günstigem Umfeld mit mehr Computern ausgestattet als im sozial ungünstigen Umfeld. Das gilt aber so nicht. Also viele Schulen mit sehr guten Leistungsergebnissen sind sehr vorsichtig darin, wie sie im Grunde Screen Time einsetzen. Aber man muss auch sagen, Länder, die technologisch weiter sind, sind da noch vorsichtiger. Ne? China, ne? Das sind 20 Minuten pro Tag, die direkte Screenzeit. Ne? Da schaut man sehr genau darauf, wo im Grunde Grenzen überschritten werden, wo das sich dann umkehrt. Also da liegen die Defizite. Ich glaube aber bei den, also das, gerade wenn man jetzt auf Agency schaut, das selbstständige Lernen, da kann Technologie eines kaputt machen, indem es uns in vorgefertigte Schemata trifft. Aber die großen Vorteile liegen darin, dass das Lernen halt adaptiver wird. Ne? Der Computer kann auf meine Lernbedürfnisse besser eingehen, als das im großen Klassenverband möglich ist. Ich glaube auch, dass diese Virtual Reality-Geschichten sind spannend. Ne? Ich glaube, gerade bei den Naturwissenschaften wird viel zu viel noch Stoff vermittelt, weil es halt nicht möglich ist, das alles experimentell nachzuvollziehen. Und das verändert sich halt grundlegend durch Technologie, wo man praktisch den gesamten Unterricht als Experiment durchführen kann. Also da gibt es sehr viel Potenzial, aber ich glaube, es wirklich hängt davon ab, ob wir mehr kaputt machen, als wir gewinnen, wie wir die Technik einsetzen. Da liegt keine Automatik. Und leider ist es so, Wir vieles sind ja ein Institut, Lernen, was auch was mit Software Lehrkräfte angeboten wird, sehe ausbildet. ich eher Welche negativ als Kompetenzen positiv. werden Ihrer Meinung nach bei Lehrerinnen und Lehrern gebraucht, die gelingendes Lernen in Distanz oder auch gelingendes Lernen in Hybrid realisieren möchten? Ja, ich glaube, das Wichtigste sind im Grunde auch dort die sozialen Kompetenzen. Als Lehrkraft muss ich wirklich guter Coach werden, guter Mentor, guter Facilitator. Ich glaube, das sind wichtige Kompetenzen, dass ich Lernprozesse wirklich begleiten kann. Ich kann vielleicht bei der direkten Vermittlung von Stoff mich mehr auf die Technik verlassen, aber Schüler in den Lernprozessen zu begleiten, da wird das sehr wichtig. Was ich auch für sehr wichtig halte, dass Lehrer wirklich aktiv in das Design dieser Lernlösung einsteigen. Ich glaube wirklich, was ich in Deutschland beobachte, dass vieles, was von dem, was angeboten wird, irgendwie von Technikern ausgedacht wird oder von Leuten, die im Game Design sehr gut sind. Ne? Was in Deutschland fehlt, ist, dass im Grunde die Pädagogik wirklich Kern des Designs technologischer Lösung ist. Und das, denke ich, ist in den asiatischen Ländern, aber auch in Ländern wie Estland sehr, sehr gut entwickelt. Da gibt es sehr, sehr viele Arbeitsgruppen von Lehrkräften, die teilweise mit Technologien unternehmen, dann an dem Design solcher Lösungsansätze und überhaupt nicht nur jetzt der technischen Ansätze, sondern überhaupt, wie nutze ich Raum, Zeit, Personal, kreativ im richtigen Kontext. Ich glaube, das Design innovativer Unterrichtskonzepte ist, glaube ich, etwas, was man lernen kann und lernen muss, anstatt Gleich sich ins Professor vorgefertigte Schleicher Konzept zu eine verlassen. Abstimmung eingeführt, und zwar, weil wir uns gerade damit beschäftigen, welche Kernpraktiken sich beim Lehren in Distanz verändern. Und zeitgleich läuft nun die Abfrage unter den Kolleginnen und Kollegen. Und ich frage mich, oder ich weiß nicht, ob Sie gerne mögen oder möchten,
die Ergebnisse hier noch einmal zu kommentieren aus Ihrer Sicht. Wir haben Sie damit überfragt. Also ich denke, ich glaube wirklich, ich hätte ganz genauso geantwortet. Ich glaube, die pädagogische Beziehung ist das A und O. Ne? Ich glaube, im Klassenverband kann ich mir zumindest einbilden, dass mir alle Schüler irgendwo folgen, wenn ich irgendwo dort als Lehrkraft aktiv bin. Ne? Sobald ich die Schüler zu Hause erreichen muss, muss ich meine Schüler kennen. Es reicht nicht nur, wenn ich mein Fach kenne oder weiß, wie Schüler dieses Fach lernen, die Pädagogik, sondern ich muss wirklich meine Schüler als Individuen kennen. Und diese pädagogische Beziehung, glaube ich, da hat sich enorm viel entwickelt, aber ich glaube, das war für viele auch ein Aufwachen der Pädagogen. Individuelle Lernbegleitung, da bin ich ja schon drauf eingegangen. Ich glaube, das ist wirklich, wie kann ich Coach und Mentor sein, als nicht vorwiegend Vermittler als Lehrkraft. Ne? Und das Feedback geben und nehmen, weiß ich nicht. Da würde ich vielleicht sagen, da ist Technik eigentlich sehr, sehr gut geworden. Ne? Also das. Vielen herzlichen Dank. Ich will gerne erläutern, warum wir das hier nochmal gefragt haben. Wir sind gerade dabei, eine Handreichung auch zu entwerfen dafür, welche Taktiken wir jetzt unterstützen müssen, wenn Schulen sich darauf vorbereiten, auch wieder mehr in Distanz zu unterrichten. Damit übergebe ich wieder an meinen Kollegen. Ja, wir haben noch einige weitere Fragen. Und Herr Schleicher, Sie haben ja, also wir hatten ja diesen Abend oder späten Nachmittag mit dem Titel eingeleitet, Ihren sehr plakativen Statement: Schule ist kein Ort, sondern eine Aktivität. Und Sie haben jetzt uns ganz viel Futter geliefert, was denn eine Aktivität Schule bedeutet. Was spielt denn dort eine ganz große Rolle in Zukunft? Und ich würde vorschlagen, wir schauen mal eben auf das sehr rege Voten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer und dann bitte ich Sie wieder gerne dazu Stellung zu nehmen. Ich weiß, dass der Anspruch ziemlich hoch ist. Eine verrückte Skala, zum Teil auch ein bisschen redundant, aber vermutlich ergibt sich ein Muster. Ja, ich hätte auch so die übergreifenden Kompetenzen an erste Stelle gestellt, wie man das hier in der Grafik sieht. Ich denke, Aktivität heißt heute die Integration von verschiedenen Lernsituationen, was natürlich auch große Herausforderung für Schulen schafft. Ne? Das heißt, dass eben Lehrkräfte aus verschiedenen Fachrichtungen wirklich intensiv an der Entwicklung solcher, Umsetzung solcher Konzepte arbeiten müssen. So projektbasiertes Lernen, heute vielleicht noch eher Einzelfall, wird, glaube ich, die Hauptform des Lernens irgendwo dann werden. Ne? Teamarbeit, ne? Teamarbeit unter den Lernenden, Teamarbeit unter den Kollegen. Ne? Das sehen wir auch heute schon in Ländern, wo einen größeren Grad an professioneller Autonomie und gleichzeitig viel Teamarbeit in den Schulen gibt. Da ist die Zufriedenheit der Lehrkräfte mit dem Lehrberuf dann auch deutlich am größten. Die Betonung der Lernatmosphäre hier, glaube ich, auch, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ne? Wie gesagt, in der Schule können Sie das noch relativ gut kontrollieren. Ne? Da können Sie im Grunde auch durch Disziplinarmaßnahmen irgendwo Einfluss nehmen. Sobald die Schüler zu Hause sind, haben Sie keine direkte Kontrolle. Da hängt alles irgendwo von Atmosphäre ab. Ne? Kann ich die Schüler für meine Arbeit begeistern? Kann ich den Schülern im Grunde vermitteln, dass das, was sie heute machen, wichtig für morgen ist? Ne? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Selbstwirksamkeit wird hier sehr betont. Na, auch das, glaube ich, die Voraussetzung. Ansonsten werde ich schwierige Aufgaben gar nicht anpacken. Das ist eben der Unterschied. Im Unterricht kann ich schnell mal nachfragen. Zu Hause muss ich selber Schwierigkeiten überwinden. Und das hängt halt von Faktoren wie Selbstwirksamkeit ab. Also ich glaube, diese Themen, die hier aufgegriffen werden. Wundert Sie ein bisschen das eigentlich eher schwache Voting für das fachliche Lernen, was wir eigentlich speziell in Deutschland immer sehr hoch halten, also gerade auch in Solitärfächern? Ja, ich glaube, dieses fachliche Lernen wird mehr zum Kontext als zum Inhalt werden. Natürlich ist das fachliche Lernen wichtig, aber ich glaube, man wird weniger im Grunde Stoff vermitteln und mehr im Grunde
Ich glaube, es geht wirklich darum, weniger Stoff in größerer Tiefe zu vermitteln. Und ich glaube, das fachliche Lernen wird sich dementsprechend entwickeln. Also ich glaube, das sieht man auch so spannend an den PISA-Ergebnissen. Als wir Finanzkompetenz mal bewertet haben bei PISA, ne, da waren viele Länder haben gesagt, okay, jetzt müssen wir eben auch noch Finanzkompetenz unterrichten, also noch ein neues Schulfach. Und das Land, oder das System, was am besten abgeschnitten hat, war Shanghai in China. Die Schüler haben noch nie von Finanzkompetenz gehört gehabt, ne? Aber sie haben im Grunde dem zugrunde liegenden Konzepte beherrscht, ne? Was ist die Bedeutung einer Exponentialfunktion? Ne? Was ist das Konzept Risiko? Und sobald sie irgendwo dann ein neues Thema vor sich hatten, konnten sie diese Ideen einsetzen. Ne? Und ich Wir machen mal glaube, im deswegen ähnlichen würde auch Muster ich das weiter. fachliche Haben Lernen wir nicht noch an erste einige Stelle andere stellen. Dinge? Ja, ich gehe mal auf einen Punkt, der natürlich im Bildungssystem auch mal von Bedeutung ist. Und den haben Sie auch in Ihrem Vortrag gehabt. Da geht es darum, Assessment und Standardisierung. Wie viel brauchen wir in Zukunft noch? Wir schauen uns oder wir lassen erstmal wieder voten und dann nehmen wir dazu Stellung. Wie schätzen Sie die Bedeutung von Standardisierung in der Bildung ein? Wird die leiden in Zeiten von Digitalisierung? Wird sie hochgehalten? Ja, also vielleicht mal als grundlegende, das ist ein Echo hier, vielleicht mal als grundlegende Bemerkung dazu. Ich sehe Assessment und Standardisierung nicht in der gleichen Ecke, sondern fast als gegenüberliegende Pole. Ich glaube, Assessment richtig eingesetzt wird uns mehr und mehr erlauben, Lernen stärker zu individualisieren. Standardisierung ist eigentlich immer die Lösung, wenn ich meine Schüler nicht kenne, wenn ich im Grunde, dann nehme ich an, die lernen alle im Gleichschritt, ne? Und dann verlasse ich mich auf die Lerninhalte und schaue weniger auf die Ergebnisse. Ich glaube, modernes Assessment, was wirklich fest integriert ist in den Lernprozess, das ermöglicht uns, das Lernen einfach sehr viel offener, flexibler zu gestalten und weniger zu standardisieren, ne? Insofern, natürlich, heutzutage ist Assessment immer noch das Gegenteil. Ne? Da geht es darum, dass alle am Ende nur die gleichen Fragen beantworten. Aber das ist nicht die Zukunft von Assessment. Ne? Ich glaube, die Zukunft von Assessment ist eigentlich die Möglichkeit, Lernen eben nicht mehr zu standardisieren, sondern wirklich an den Lernanforderungen des einzelnen Spannend war ja Schüler vielleicht für anzupassen. uns, dass diese Standardisierung ja eine der Antworten des deutschen Bildungssystems auf eventuell nicht zufriedenstellende PISA-Ergebnisse war. Ja, Frage ist, ob man das, also ich denke zum Beispiel die Entwicklung nationaler Bildungsziele, habe das eigentlich positiv gesehen, weil da wurde zum Beispiel nicht gesagt, okay, wir schreiben jetzt standardisiert vor, was im Unterricht vorzugehen hat, sondern wir schauen einfach darum, was wollen wir eigentlich erreichen in verschiedenen Fächern. Und ich glaube, das war für mich ein wichtiger Schritt, dass man eben wegkommt von einem Lehrplan, der sehr präskriptiv ist und sich hinorientiert zu dem, mehr Klarheit darüber, was sind eigentlich die Kompetenzen, die wir fördern wollen. Also der Übergang zum kompetenzbasierten Lernen, das denke ich, sehe ich als positive Entwicklung. Aber richtig, es hat sich dort auch dann oft sehr viel Ich schaue hier nochmal Spaltung draus in den entwickelt. Und das Chat. ist vielleicht Bitte Sie eher alle, problematisch. schreiben Sie gerne eifrig weiter und wir versuchen die Dinge mit einzubinden. Sind nur Kommentare. Sind hier noch Kommentare, genau. Wieso, ich nehme nochmal ein bisschen weiter. Ja, spannend ist ein Punkt, den wir hier bei uns im Lande tatsächlich viel diskutieren. Wird sich denn an unseren Schulen jetzt grundsätzlich etwas ändern? Also die Pessimisten haben, also auch im Landesinstitut gesagt, eigentlich kann Schule an oder aus. Also wir machen Schule oder wir machen keine Schule. Das war auch in der Politik ein bisschen kolportiert worden, in dem Sinne, als das relativ klar war, Mensch, wir müssen die Schulen jetzt wieder aufmachen, sonst leidet das Lernen, das war auch gewaltig. Und jetzt die Frage, was wird sich denn ändern in deutschen Schulen? Sonst leidet das.
Das ist eine schwierige Frage und es lässt sich nicht leicht beantworten. Ich denke, was in dieser Situation vielleicht unterschiedlich sein kann zu vorhergehenden Umwälzungen, ist, dass Sie jetzt wahrscheinlich viele Schüler haben werden, die zu ihren Lehrkräften gehen werden und sagen: Hey, ich habe zu Hause gelernt, wie man lernt, und das war auch eigentlich ganz interessant. Können wir im Unterricht nicht im Grunde mehr Freiraum schaffen für unterschiedliche Lernstile? Und ich denke, sie werden jetzt eben sehr viele, dadurch, dass die Pandemie praktisch viele Schulen an vielen Orten gleichzeitig betroffen hat, ich glaube, sie werden viele Lehrkräfte finden, die dann zu ihren Schulverwaltungen gehen werden und sagen: Mensch, ich bin jetzt eben vom Vermittler von Unterrichtsstoff geworden zu einem Coach, zu einem kreativen Designer von neuen Unterrichtskonzepten. Und mir ist auch wirklich viel gelungen. Ich habe auch gelernt, mit meinen Kollegen mich auszutauschen und gemeinsam neue Dinge zu arbeiten. Können wir nicht unsere Arbeitsumgebung umbauen? Also ich glaube, da wird sehr, sehr viel, eine sehr hohe Erwartungshaltung sein, ne? Ja, ich meine, bemerkenswert ist natürlich auch hier so ein Punkt, der ziemlich hoch gewotet wird. Also Stress wegen Ausfall von Schule, von Lehrkräften, Quarantänemaßnahmen. Vielleicht gehen jetzt gar nicht mehr ganze Klassen in die Quarantäne, sondern einzelne Schülerinnen und Schüler, Bildungsungerechtigkeiten. Das ist sicherlich ein bemerkenswerter Punkt hier. Absolut. Ich glaube, das ist die große Herausforderung dieser Pandemie, dass sie eben soziale und auch andere Unterschiede enorm verstärkt hat. Und das lässt sich sehr, sehr schwer wieder ausgleichen. Ne? Da sind Schulen in Deutschland auch nicht gut aufgestellt, muss man ehrlich sagen. Also Schulen in Deutschland tendenziell verstärken die Ungleichheiten und reduzieren sie nicht. Ne? Und ich denke, da muss man die Anstrengungen verdoppeln. Und diese Unabhängig Gefahr von ist diesen real Umfragen und noch eine eigene das ist Frage, eine weil Herausforderung. dieser Begriff, der bei Ihnen sehr zentral in den Vorträgen ist, nämlich der des Growth Mindsets. Ist es so und warum kann denn das der Fall sein, dass wir in Deutschland so große Schwierigkeiten haben? Tatsächlich diese Idee, wir können vieles erreichen, sondern eigentlich häufig im Bildungssystem eher das Gegenteil, nämlich sortieren. Wo ist da der Kern im deutschen Bildungssystem? Ja, ich glaube, da haben Sie selbst die Antwort gegeben. Also das Bildungssystem in Deutschland reagiert auf die Verschiedenheit der Schüler oft, indem es die Bildungsziele nivelliert. Ne? Also eben hier hat ein Schüler im vierten Schuljahr nicht so ganz viel erreicht. Dann schicken wir den Schüler lieber auf eine Schulform mit geringeren Anforderungen. Ne? Ich glaube, das macht sich natürlich bei den Schülern bemerkbar. Das merken die Schüler sich. Ne? Genauso passiert das in den Klassen. Da werden dann A, B, C-Gruppen eingerichtet. Also man ist sehr schnell dabei, im Grunde auf die Heterogenität der Lerneinstellungen, Lernleistungen mit einer Fragmentierung im Angebot zu. Das können wir im Grunde auch jetzt ganz gut schon wissenschaftlich nachweisen. Das führt zu, das verankert sich sehr schnell. Ne? Also junge Menschen im Bereich der Grundschule merken sich schon, was die Lehrkraft von ihnen erwartet oder nicht. Ne? Und man muss sagen, das sind auch in Bezug auf Geschlecht, in Bezug auf sozialen Hintergrund, da gibt es in Deutschland noch sehr, sehr viel nachzuholen, dass Lehrkräfte da wirklich offener sind und im Grunde vorgefertigte Paradigmen nicht noch weiter verstärken. Denn wie gesagt, das merken sich schon. Und dieses Growth Mindset ist eigentlich ein Ausdruck. Du als Schüler kannst alles und wir werden alles tun, um dir zu helfen, deine Ich Lernziele würde zu gerne eine erreichen. Frage aus dem Chat aufgreifen, die mich auch bewegt hat und die auch dort gerade zu sehen ist von Susanne Bach. Haben wir jetzt den Mut, Schule ganz neu zu denken? Und ich habe mich gefragt, ist es wirklich, also würden Sie empfehlen zu sagen, man muss neu denken und einen großen Umbruch starten oder Bestehendes ausgestalten und weiterentwickeln? Welche Linie würden Sie den Schulen in Deutschland empfehlen? Ja, wie gesagt, ich hatte es versucht, am Anfang kurz zu skizzieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns in Szenarien bewerten. Ich glaube einfach nur, ein bestehendes Schulsystem zu optimieren, wird nicht zu den Transformationsergebnissen führen, die man sich vorstellt. Ich glaube wirklich, man muss da den Mut haben, grundlegend auch Dinge in Frage zu stellen. Das ist
Im Bildungsbereich immer sehr schwierig, aber in anderen Bereichen in unserer Gesellschaft nehmen wir das als selbstverständlich. Ne? Und ich glaube, da muss man wirklich den Mut haben, grundlegende Dinge einfach in Frage zu stellen. Und ich glaube, wenn Sie heute jemanden vom Mars erklären wollten, wie man eine Schule konzipiert, dann würde wahrscheinlich niemand im Grunde das empfehlen, was wir heute machen. Ich glaube, man würde sich wirklich überlegen, ja, was sind die Kompetenzen, die wir bilden wollen? Schule würde wahrscheinlich völlig anders aussehen. Und ich glaube, diesen Mut zu haben, einfach mal dort Szenarien zu entwickeln, dann kann man sich immer fragen, okay, was kann man jetzt umsetzen? Und das ist sehr, sehr schwer. Das ist uns allen bewusst. Aber ich glaube, wenn man keine Zielvorstellung davon hat, Würden Sie was als, und Schule da die sein Frage hat Herr kann, Schwenk gerade dann würde ich mich eingeblendet, auch wen würden Sie mit als die Ihnen zentralen verbinden. Player sehen, wenn es um den Veränderungsprozess oder Optimierungsschritt jetzt für die Schulen gehen würde? Wen müssen wir besonders ansprechen oder auf wen setzen wir? Ja, also ich denke, wir haben in unserem Education 2030 Projekt über die Zukunft von Bildung, stellen wir uns jeden Tag die gleiche Frage. Viele der besten Antworten sind von Schülern selber gekommen. Na, war wirklich, wirklich spannend für uns zu beobachten. Na, also wenn man die Lernenden ins Zentrum stellt, die haben heute eigentlich, junge Menschen haben eigentlich relativ klare Vorstellungen davon, was sie lernen, wie sie lernen, wo sie am besten lernen, wie man Technologie gut oder nicht gut einsetzt. Das ist das Erste. Das Zweite sind natürlich die, die die Lernumgebung schaffen. Das sind die Lehrkräfte, die wirklich zum Designer innovativer Lernkonzepte werden müssen. Und zwar nicht als Einzelperson, sondern als Team, auch als schulübergreifende Teams. Ich glaube, da liegt die Herausforderung. Wie kann man eine Profession schaffen? In anderen Bereichen gelingt das heute ganz gut. Also Gesundheitsbereich. Ne? Die Medizin entwickelt sich aus der Profession heraus. Es gibt nicht irgendwo ein Gesundheitsministerium, das sich sagt, okay, jetzt entwickeln wir mal die neuen Medikamente, sondern die Profession selber stellt die großen Fragen ihrer Profession und entwickelt Antworten dazu, auch mit klinischen Tests. Also da werden umfangreiche Studien durchgeführt. Sowas haben wir im Bildungsbereich. Ich glaube also wirklich, der zweite große Akteur sind die Lehrkräfte selber, die praktisch nicht aus ihrer Rolle als Wissensvermittler heraustreten müssen, um wirklich gestaltend tätig zu sein. Dazu brauchen sie dann entsprechenden Freiraum, da kommen sie dann auf Schulleitung und so weiter. Ich würde wirklich, man muss, glaube ich, im Grunde den ganzen Prozess irgendwie ein Diese bisschen Ergebnisse anstülpen, anschauen, Sie haben um es zu ja auch eben sehen, schon ja, gesagt, dass das sich ist ja Dinge sehr wirklich beruhigend, verändern dass können. Lehrkräfte und Schulleitungen, die Schulen können viel bewegen, wenn dort so ein Growth Mindset vorliegt. Sie haben mal gesagt, dass in Deutschland vielleicht wir ein Problem damit haben, dass die ja, immer viel zitierte Schule vielleicht gar nicht so umfassend ist, wie wir denken. Also vielleicht ist es so, dass viele Entscheidungen doch noch an anderer Stelle getroffen werden. Absolut. In Deutschland werden etwa 17% aller bildungsrelevanten Entscheidungen vor Ort in den Schulen getroffen. Nachbarland Niederlande sind es 80%, ne? Über 80%. Also da gibt es große Unterschiede zwischen den Ländern. Allerdings, und ich glaube, das ist auch wichtig, sind die wahrgenommenen Freiräume in deutschen Schulen teilweise geringer als die möglichen Freiräume, ne? Also das ist auch etwas, wo man sich Gedanken machen muss, warum nutzen einige Schulleiterinnen und Schulleiter nicht den Spielraum, den sie haben. Also ich, auch da wieder aus Shanghai, ich habe dort auch mal eine Schulleiterin gefragt, Mensch, das ist ja unglaublich spannend, was Sie hier machen. Ne? Wer gibt Ihnen dazu eigentlich so das Mandat? Ne? Und da hat sie mir nur, weil ich dachte, China ist ja ein sehr im Grunde stark kontrolliertes Land. Und da hat sie mir gesagt, wissen Sie, in China sind viele Dinge nicht erlaubt und nicht verboten. Und das ist unsere Chance. Na, und ich denke, das ist in Schulleitern in Deutschland, glaube ich, eher noch so. Da orientiert man sich vielleicht zu stark an den Vorgaben und macht sich zu wenig Ja, Gedanken, ich mache wieder wie man anders. darüber Ich hinausgehen habe noch kann. einen Punkt in einer Umfrage, den ich noch mal einblenden möchte. Es ist ja etwas Besonderes am deutschen Bildungssystem. Und da geht es um die Lernzeiten. Also wir sind eines der wenigen Länder, die ja so in der Halbtagsschulkultur
unterwegs sind, nach wie vor. Vielleicht ändern wir es jetzt ein bisschen in den Corona-Nachwehen, sage ich mal vorsichtig. Ich habe hier die Frage, welche Lernzeiten werden denn in Zukunft wichtig sein? Ist es der Fachunterricht, also meistens in Deutschland noch am Vormittag verortet, selbstorganisiertes Lernen, der offene Ganztag? Wir wissen, wir haben gerade von der Infostudie gehört, dass der gebundene Ganztag in Deutschland ja zumindest nicht so schnell vorankommt, wie wir uns das wünschen. Oder sind es vielleicht andere Dinge? Auch externe Unterstützung, Nachhilfe boomt, vielleicht auch leider in Deutschland sehr. Was ist es noch? Wir warten mal eben das Voting ab und dann bin ich gespannt, was Sie dazu sagen. Ja, ich glaube, dieses selbstorganisierte Lernen, wie das hier auch deutlich wird, ist sehr, sehr wichtig. Ne? Das ist vielleicht nicht eine Zeit, sondern ist eher die Fähigkeit dazu, ne? Dass ich im Grunde in der Lage bin, mir selber Lernziele zu setzen, diese Lernziele auch selber zu verfolgen und dann auch zu Ergebnissen zu kommen. Ne? Wir müssen ja auch davon ausgehen, dass im Grunde das Lernen nach der Schule immer wichtiger werden wird. In der Schule legen wir im Grunde den Grundstock, aber das Kriterium für Erfolg ist nicht, was weiß ich am Ende der Schulzeit, sondern wie bin ich vorbereitet auf neue Herausforderungen, wie werde ich weiterlernen. Und ich glaube, dafür wirklich die entscheidenden Voraussetzungen zu schaffen, ist die Aufgabe von Schule. Ne? Ich glaube aber auch, dass der Ganztag eine wichtige Rolle spielen wird und vielleicht Ganztag auch irgendwo nicht unbedingt nur in der Schule, sondern auch da kann ja hybrides Lernen noch mitspielen. Aber das Lernen nicht irgendwo zu einer Teilzeitbeschäftigung wird für Schüler, sondern wirklich den Mittelpunkt ihrer Arbeit darstellt. Na, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Das ist übrigens auch spannend. In der letzten PISA-Studie haben wir die Schüler ja viel danach befragt, Lebenszufriedenheit. Na, und da hätte ich selber die Rolle von Schule unterschätzt. Man denkt, das ist eine Frage der Freunde, der Eltern, der sozialen Kontext, aber für viele Schüler im Alter von 15 Jahren war die Schule der entscheidende, der springende Punkt, ob ich zufrieden mit meinem Leben bin oder nicht. Und ich glaube, darüber muss man sich bewusst sein und dann auch den Zeit und Raum dafür zu schaffen. Die Nachhilfe, externes Lernen, ja, sicherlich, das kann auch eine Rolle spielen, aber ich glaube, das ist eher auch ein Indikator, dass in der Schule irgendwas nicht funktioniert. Ne? Ich denke auch, wenn man mehr individuelle Unterstützung in den Schulalltag integrieren könnte, wäre das sicherlich ideal. Der Nachhilfe führt dann immer zu sozialer Ungleichheit. Oft auch, muss man sagen, in einem Land wie Japan ist es okay, oder Korea, da gibt es organisierte Nachhilfe, wo die Qualität auch überwacht wird, ähnlich wie bei den Schulen. Aber in Deutschland ist es ja so. Und aus Ihrer internationalen Expertise Staaten nennen, die beim selbstorganisierten Lernen stärker investiert haben und davon jetzt auch profitieren konnten? Oh ja, ich denke schon die Nachbarländer, Dänemark, Finnland, Norwegen. Das ist für die schon seit vielen Jahren im Grunde ein ganz entscheidendes Ziel geworden. Dort haben auch Schüler wesentlich mehr Mitspracherecht bei der Gestaltung von Unterrichtskonzepten. Jetzt habe ich den Chat ein bisschen vernachlässigt, aber ich habe zumindest zwei Dinge aufgenommen. Also wir werden auch sinnvolle oder wertvolle Literaturhinweise geben. Ich danke Ihnen allen dafür. Wir werden Ihnen das gerne zur Verfügung stellen, was dort eingestellt worden ist. Es war eben das Stichwort in Wörth, was dort genannt wurde, was natürlich auch eine Frage ist, an welcher Stelle lernen wir was. Sie haben vorhin in Ihrem Vortrag natürlich gesagt, ich weiß alles. Und wir haben im Moment in der Diskussion, haben wir ein Problem mit der Qualitätskontrolle. Also wenn wir am Wörth oder Flipped Classroom machen, mit Schülerinnen und Schüler zu Hause, die seid auch relativ ungefiltert, Google und so weiter lernen, wird das ein Problem verursachen, weil vielleicht die Qualität der Bildungsinhalte anders ist als die von integrierten Lehren für andere Ursachen. Weil vielleicht die Qualität der Bildungsinhalte anders ist als die von integrierten Lehren für andere. Ja, ich denke, das ist immer das Risiko. Ne? Auf der anderen Seite
Der Flipped Classroom schafft eben auch Möglichkeiten des selbstgesteuerten Lernens, wo ich Verantwortung übernehmen muss für mein Lernen, wo deswegen bin ich auch Vertreter, ich finde Hausaufgaben ganz wichtig, ne, dass Schüler irgendwo Möglichkeiten haben, mal was selber zu machen, nicht immer nur irgendwo eine Rezipierende zu sein. Ich glaube auch, das Konzept Flipped Classroom ist aus einem Gesichtspunkt sehr wichtig in meinen Augen. Es ermöglicht wirklich den Unterricht darauf zu fokussieren, was wesentlich ist. Ich kann mich in einer Unterrichtsstunde wirklich auf ein Konzept konzentrieren, das tiefen Verständnis geben und dann mich darauf verlassen, dass Schüler sich im Grunde das Repetieren und das Wiederholen und all das, dass das dann zu Hause gemacht wird. Ne? Und das ist die große Chance. Das kommt ja meistens zu kurz im Unterricht, dass wir einfach aus Zeitdruck dann immer nur Reproduktion von Fachwissen machen. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen außerhalb der Schule verlagern kann, denke ich, ist das kein schlechtes Zeichen. Auf der anderen Seite, auch da muss man dann Unterstützungssysteme schaffen. Ne? Das ist eben nicht so, dass ich sagen kann, jetzt mach das mal zu Hause, sondern ich muss mir dann auch überlegen, welche meiner Schüler können das gut alleine zu machen, welche brauchen jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Unterstützung. Ne? Das ist dann auch Wir die haben Frage am der Anfang Lehrkraft, ob einige man das Kind Fragen nicht dann auch richtig spielen sehen lassen kann können. oder Deshalb nicht. würde ich jetzt noch mal die Kolleginnen und Kollegen bitten, dringende Fragen noch mal in den Chat zu schreiben, aufgrund der vorgeschrittenen Zeit, welche Sie noch gerne loswerden möchten. Und wir machen noch einen Abstimmungspot und kommen dann auf die Fragen. Ist leider die Zeit ja auch schon fortgeschritten. Und zwar sprechen wir nochmal sehr akzentuiert über die Lehrkräftebildung. Was muss Lehrkräftebildung in Zukunft verstärkt leisten? Wir haben es im Prinzip schon vorhin ein bisschen redundant mit den Fernpraktiken gemacht, aber hier nochmal etwas konkreter. Ich glaube wirklich, Arbeit im Team, ja, das muss man lernen. Wie man im Grunde selber auch neue Unterrichtskonzepte entwickelt, weiterentwickelt, bewertet. Ich glaube auch Assessment-Praxis, das ist eine Kompetenz, die man lernen kann, lernen muss heute in einer neuen Welt. Aber ich glaube, wenn ich als Lehrkraft eigenständig denken kann und mit Kollegen gemeinsam arbeiten kann, dann ist man schon sehr gut aufgestellt heute. Ne? Kommt aber meistens zu kurz. Ne? Ich glaube auch, bei der Lehrkräftebildung hängt wahrscheinlich mehr davon ab, was in den Schulen passiert, als was jetzt vor Eintritt in den Beruf passiert. Ne? Ich glaube, sie können die besten, wenn sie eine gute Lehrkraft in eine schlechte Schule schicken, gewinnt leider immer die Schule. Ne? Und ich glaube, da im Grunde auch die Voraussetzung schaffen, dass die Erstausbildung und die Weiterbildung wirklich sehr, sehr gut vernetzt sind. Das ist, glaube ich, sehr entscheidend für Erfolg. Ne? Auch die Lesson Study wird hier betont, das kommt ein bisschen zu kurz hier bei der Stimmenabgabe. Das würde ich wirklich mit an erste Stelle stellen, dass also Lehrkräfte viel Möglichkeiten haben, sich guten Unterricht woanders anzuschauen und zwar immer wieder und dann auch zu sehen, was macht im Grunde guten Unterricht aus. In der OECD im November, wenn wir vorstellen, unsere erste Videostudie dazu, da haben wir Unterrichtseinheiten in aller Welt aufgenommen und geben Lehrkräften jetzt da ein Instrumentarium an die Hand, selber mal zu sehen, wie wird eigentlich dieselbe Idee in verschiedenen Kontexten, in verschiedenen Kulturen unterschiedlich unterrichtet. Ich glaube, davon würde ich mir viel, viel mehr wünschen, weil ich weiß, dass dort, wo so etwas gemacht wird, wo es eben gute professionelle Arbeitsgruppen gibt, dass da die Ergebnisse auch sehr viel besser sind. Auch die Motivation, Herr Schleicher, die sind die Videos, Zufriedenheit die der Sie Schüler. international gedreht haben, auch verfügbar? Können wir die sehen, um uns damit einzuschätzen und damit zu arbeiten, oder ist das nur für Ihre Studie? Ja, absolut. Wir müssen dann noch die Zustimmung der Lehrkräfte bekommen, wo das gedreht wurde. Aber wir haben da schon viel Wenn wir Feedback bekommen. Also Menschen haben, die in einem Bruchteil von Sekunden uns die Quellen liefern. Also das deckt Ihnen ein. Prima. Ich habe noch eine Frage zu dem Aspekt Lesson Studies. Inwiefern das tatsächlich allen Zuhörern das tatsächlich etwas anderes damit gemeint ist, als die in Deutschland ja vielleicht zum Teil etablierte Situation. Da geht es ja also speziell in Asien darum, tatsächlich miteinander Unterricht weiterzuentwickeln, indem man sich das Lernen der Schüler anschaut.
Wir haben hier so ein sehr plakatives Bild, das wir meistens bei uns, wenn wir Unterricht anschauen, rufen dann die Zuhörer oder die Menschen, die hospitieren, hinten im Unterricht. Und ich glaube, ein besonderer Aspekt von letztes Jahr ist, dass wir eher vorne sitzen. Wieder mehr. Absolut. Ich glaube, das ist das Entscheidende dabei, dass es wirklich um die systematische Entwicklung von neuen Unterrichtskonzepten geht und auch die Bewertung der und also viele Lehrkräfte, die so bei Lesson Studies arbeiten, die arbeiten 3, 4 Jahre an einem Konzept und entwickeln das dann immer weiter. Ne? Und die können im Grunde sich dann auch darauf verlassen, dass eben Freiraum nicht heißt, ich mache das, was mir heute einfällt, sondern ich mache das, wo ich wirklich weiß im Namen meiner Profession, was das die beste Möglichkeit ist. Ne? Und das macht Lehrkräften in der Regel auch viel Spaß. Ne? Da muss man allerdings dann auch entsprechend Zeit investieren. Auch dort sind Videotechniken weit entwickelt. Zum Beispiel in Shanghai gibt es auch eine videobasierte Plattform, wo Lehrkräfte dann ihre Lesson Studies einstellen können. Und je mehr andere Lehrkräfte ihre Konzepte weiterentwickeln, kritisieren, kommentieren, umso mehr Gewicht bekommen sie im Bildungssystem. Und am Ende des Schuljahres wird sie ihre Schulleiterin, ihr Schulleiter nicht nur fragen, wie gut sind sie mit ihren eigenen Schülern zurechtgekommen, sondern was haben sie zum Bildungssystem weiter beigetragen? Ne? Wie haben sie anderen Lehrkräften geholfen? Da werden also diese Metriken, diese reputationsbasierten Metriken gezielt eingesetzt. Und ich denke, das schafft auch dann eine ganz andere Voraussetzung. Dann bin ich wirklich auch interessiert daran, mich einzusetzen. Weg sind das Chatfenster und zwar ist fachwissenschaftliche Ausbildung nicht mehr so relevant aus Ihrer Sicht? Oder die Frage oben schreibt ja, was muss die Lehrkraft der Bildung verstärkt leisten? Oder wird die fachwissenschaftliche Ausbildung eigentlich als gegeben vorausgesetzt? Ja, gut, irgendwie müssen Sie das als gegeben voraussetzen. Das ist das Erste, was Ihre Schüler rausfinden, ob sie ihr Fach wirklich, wirklich beherrschen, ob sie eine Begeisterung dafür mitbringen. Also das, denke ich, ist schon die Voraussetzung. Aber alleine kommen Sie damit in der heutigen Thema. Welt nicht weiter. Vielen Dank für die Klarstellung. Das war, glaube ich, ganz wichtig jetzt für uns. Alles klar. Jetzt sage ich für alle zum Hören nochmal ganz deutlich. Also wir haben Ihren Vortrag, auch wenn wir vorher gar nicht drüber gesprochen haben, aufgezeichnet. Wir stellen ihn zur Verfügung. Unter anderem haben auch einige gefragt, ob wir diese Abstimmung vielleicht nicht ganz repräsentativ, aber zumindest aufschlussreich zur Verfügung stellen. Das tun wir natürlich gerne. Herr Schleicher, Sie sehen, wir nähern uns 18.30 Uhr. Dann sind unsere 1,5 Stunden wieder vorbei. Ich war am Anfang sehr aufgeregt, weil Sie ja praktisch pünktlich um 17 Uhr bei uns waren und ich schon überlegt habe, was mache ich denn, wenn wir Sie gar nicht haben? Also wir hätten die 1,5 Stunden auffüllen können. Wir haben jetzt alle gemerkt, das hätte überhaupt auf keinen Fall funktioniert. Wir sind sehr dankbar, dass Sie da waren. Sie haben einen großen Beitrag für uns geliefert. Vielen lieben Dank. Ja, herzlichen Dank auch. Es tut mir leid, ich hatte bis 17 Uhr noch eine andere Sitzung. Ich möchte mich an der Stelle auch nochmal ganz bei dir, Ulf, bedanken, dass du das organisiert hast und natürlich bei Ihnen, Herr Schleicher, für die vielen Anregungen, die uns, glaube ich, alle weitergebracht haben. Ich möchte mich auch bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die diesen Freitagnachmittag hier mit uns verbracht haben und ich denke, gelingend Anregungen erhalten haben für unsere Weiterarbeit und wir bleiben an dem Thema weiter dran, das können wir versprechen. Herzlichen Dank, Herr Professor Schleicher. Dankeschön. Allen ein schönes Wochenende und noch einen schönen Abend.